Hallo und willkommen zurück auf einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder auf mein Video geklickt hast. Und zwar habe ich heute etwas vor. Heute ist der 2. April und ich würde jetzt heute eine Challenge starten. Das heißt, dass ich jetzt 2 Wochen Sport mache, jeden Tag, auch Samstag und Sonntag, mich relativ gesund ernähre und dann mal schaue, was sich verändert, wie mein Körper aussieht. Ich zeige euch jetzt aktuelle Fotos von mir, von meinem Körper. Und in 2 Wochen sehen wir dann den Vergleich. Da zeige ich euch nochmal. Ich bin mal gespannt, ob ich abnehme, ob man was sieht. Vielleicht sieht man auch gar nichts. Da bin ich mal richtig gespannt. Genau, und ich gehe gleich joggen. Das ist der erste Tag dann. Und ja, und dann müsste es, glaube ich, bis zum 16. gehen. Weil wir den 2. haben. Ungefähr. Ich gucke mal, dass ich 14 Tage das durchziehe. Jetzt erzähle ich euch erstmal, was ich heute vorhabe. Also ich wollte jetzt joggen gehen. 1 Stunde lang. Tatsächlich kann ich das. Da gibt es einen Trick. Habt ihr auch Tipps beim Joggen? Also ich schaffe es, 1 Stunde tatsächlich zu joggen. Es ist nicht das richtige Laufen. Ich fange immer langsam an und steigere mich dann, wenn ich anfange Sport zu machen und joggen. Genau, habt ihr Tricks oder irgendwie Tipps, die ihr mir in die Kommentare schreiben könnt? Heute habe ich etwas vor. Und zwar wollte ich jetzt joggen gehen 1 Stunde. Danach wollte ich im Keller meine Sportsachen holen, weil ich hier an der Seite noch ein bisschen Platz habe, so eine Ecke. Und die ist immer frei. Da liegt jetzt gerade nur ein Laptop. Die ist immer frei. Vielleicht kennen die manche. Da habe ich noch ganz viel Platz. Die Seite ist noch frei. Und da wollte ich noch meine Sportsachen tun und dann halt entweder zu Hause ein Workout oder joggen gehen, mal gucken. Aber auf jeden Fall, dass ich jeden Tag 1 Stunde intensiv Sport mache. Euch mitnehmen, mit der Kamera begleiten. Ja, und ich würde sogar heute noch einkaufen gehen. Vielleicht zeige ich euch das auch noch. Ja, und dann berichtige ich mal. Das nächste, was jetzt folgt, sind die Fotos, die ich jetzt gleich oder jetzt direkt mache. Ich setze sie jetzt mal direkt ein. Okay, und dann sage ich mal bis später. Tschüss! Routine. Ich mache das jetzt 2 Wochen Sport und dann schaue ich mal, wie sich mein Gewicht verändert hat. Ich habe jetzt eine Liste geschrieben, oder wie nennt man das? Ich habe jetzt auf jeden Fall die Tage aufgeschrieben. Das ist jetzt Tag 1 heute. Das ist der Samstag, genau. Samstag haben wir heute, den 2. April. Und das geht jetzt 14 Tage. Und ich kreuze jetzt immer an oder hake ab, ob ich Sport gemacht habe oder nicht. Ich war ja gerade joggen, deswegen darf ich schon mal einen Haken malen. Genau, dazu schreibe ich auch noch ganz klar, wie viel Gewicht ich an dem Tag habe, damit ich am Ende berichten kann, wie viel ich abgenommen habe. Ich werde immer morgens mein Gewicht messen oder auf die Waage steigen, damit ihr Bescheid wisst.
war gerade einkaufen und ich zeige euch jetzt kurz meinen Einkauf. Der ist hier drin. Ich habe insgesamt 20,08 € bezahlt. Und das sollte für eine Woche reichen. Natürlich habe ich auch noch Sachen zu Hause, die ich nutze. Also Lebensmittel. Das ist jetzt nicht alles, aber es ist schon eine Menge, würde ich mal sagen. Es ist sehr gesund gehalten. Das erste sind Erdbeeren. Dann haben wir hier Reiswaffeln. Dann einmal Reis. Zitronen. Joghurt. Bio-Joghurt. Mandarinen. Möhren, Salat, Romana-Salat, Entschuldigung. Mini-Romana-Salat. Dann einmal vegane Schnitzel, die liebe ich. Zwei Äpfel. Ich kaufe die meistens einzeln. Ich finde die leckerer und meistens nutze ich gar nicht alle in der großen Verpackung. Noch ein Joghurt. Basilikum, einmal eine Soße von Barilla. Und jetzt habe ich mir tatsächlich noch diese Suppen geholt, weil man damit Kalorien spart. Mal gucken. Genau, das ist mein Einkauf. 20 €. Ja, ich räume den jetzt ein. Und dann mache ich mir kurz was zu essen. Das zeige ich euch dann gleich. Aber das war's dann, glaube ich, auch mit dem Video. Danke fürs Zusehen. Das war jetzt mein erster Tag. Die nächsten Tage werden, glaube ich, nicht so umfangreich, weil ich übermorgen wieder arbeite. Und da zeige ich euch höchstwahrscheinlich die Liste, dass ich Sport mache und was ich esse. Aber das wird nicht so ausführlich wie dieses Video hier. Gut, danke fürs Zusehen. Bitte abonniert mich. Und lasst ein Like da, eventuell einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Genau, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Video. Es gibt ja noch eine Fortsetzung. Es sind 2 Wochen hier. Tschüss.